Hallihallo, Hallöchen, war ich dran? Ja, du bist dran. Okay. Ja, Hallihallo, Hallöchen, meine Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unserem kleinen, wundervollen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel, mein Gegner ist natürlich wieder der Rivalo. Ja, hallo, und wir sind in der nächsten Runde. Jetzt herzlich willkommen zum Halbfinale, meine lieben Freunde. Nee, zum Viertelfinale, so rum. Viertelfinale! Ja, und, ja. Dein bin ich? Wrestler wird sein der Ryback. Ryback! Okay, was wolltest du mir Schönes sagen über Ryback mit WWE? Ja, der ist halt bald raus. Also kann wirklich aus der echten WWE ist er bald weg. Sein Vertrag läuft aus und wird wohl nicht verlängert. Nein, weil er mehr Geld haben will. Er hat kein Bild bekommen. Er wollte gern mehr Geld haben. Und er kriegt aber nicht mehr Geld, weil seine Ringleistungen einfach beschissen sind. Weil Ryback ist einfach nur ein Muskeltyp mit nichts auf dem Kasten. Das ist eigentlich eine übelste Pflaume. So, der Gegner, ich muss noch mal gucken. Ach da. Und dann hat der McMahon gesagt, ey, du kriegst kein Bild, du bist raus. Nö, der hat nicht gesagt, du bist raus. Der hätte seinen Vertrag verlängern können. Aber wenn er es nicht will. Na gut, dann geht er halt zu UFC. Gehen sie ja alle hin dann. Von UFC, also von WWE zu UFC und von der UFC zu Wade Barrett WWE. Wahrscheinlich auch, ne? Geht jetzt auch hin. Oh Mann. Der kleine Street Fighter. Oh mein Gott, da kriegen die echt. Aber es ist immer noch Gerücht. Ist nicht. Achso, ich bin gespannt. Warum kriegt der auf die Nase? Das war ein Barnacle-Fighter. Da wird sicherlich nicht auf die Nase bekommen. Sie hauen sich halt gegenseitig auf die Nase so. So, und das wird der Gegner sein von dem lieben Ryback. Und ich freue mich schon drauf, weil dieser hat natürlich auch. Ich mach einfach mal. Ich sehe noch nicht, wir sehen. Zufall, und der hat natürlich auch den lieben anderen Brocken Lesnar rausgehauen. Ja, und es geht Scheiße, los. Scheiße, wird das ein Match. Ja, die Matches habe ich schon gehört, oder sagen wir mal, die jetzt in Viertelfinale wären natürlich krass und hart, weil das eigentlich alles nur noch gute Wrestler sind. Ich meine, ich freue mich am Undertaker riesig, dass ich ihn wieder reinholen konnte. Ja, aber genau. Wie lange? Ja, es wird auf jeden Fall ein cooles Match gegen Undertaker, und wer das ist, dagegen ist, das erfordert dann nämlich morgen. Oh, morgen ist das schon soweit? Ja. Bin ich drei gesagt? Okay. Ja, ist doch drei. Nicht eins, Match, ne? Eins, Ken Shamrock, zwei, Ryback, und drei ist der Undertaker. Ja, okay. Warte, ich muss das mal jetzt. Also, ich weiß nicht, ich hatte gerade. Ich weiß, ich habe jetzt gerade irgendwie. Keine Ahnung. War voll raus, Alter. Bam, Junge! Voller Bord, du bist aber auch ein Mutant, ey. Sagst du ein jedes Muskel, mal, der Klotz hier. Das sagst du jedes Mal, wenn es Ken Shamrock Jedes Mal bist du ein Brocken. Ja, der Brocken hat ja Brocken Lesnar rausgehauen. Jedes Mal bist du ein Brocken. Deswegen dürfte eigentlich Ryback nicht so das Riesenproblem darstellen. Ja. Ich hab gerade mich total falsch geguckt, meine lieben Freunde. Er hat sich total falsch geguckt. Ich habe mich total falsch. Wir lernen das mit dem Deutsch, lernen wir einfach nochmal. Ja, das ist ja gar kein Problem. Nochmal Schule und so, das alles wird alles nachgeholt. Schule? Alles was nochmal, ist das? Gibt alles nochmal Nachschulung und. Muss man da immer hin? Schülerförderung. Ach komm schon, du Heslon. Kannst du überhaupt irgendwas? Schülerförderung und so ein Kack. Wisst ihr, mach mal alles. Und dann weißt du, der kann doch nicht mal dich hochheben und dann will er gerne mehr Geld haben. Das ist unglaublich mit dem. Studienkreis und so. Heutzutage geht man nicht mehr in die Schule, heutzutage guckt man nur noch bei Google. Da, genau so kann ich mir das vorstellen, das Rivano genau so. Damals, wo ich in der Schule war, war das noch nicht so mit Google. Wie war das, die Mülleimer? Leider nicht. Mhm. Die Mülleimer, den Kabel. Mhm. Ja, kennen wir. Wir hatten noch nicht mal PCs im Klassenraum. Heutzutage, wenn ich bin mal da durchgegangen, ja, die haben alle heute PCs, du, LAN-Party und alles. Und was hatten wir gehabt? Gar nichts. Einen dicken, fetten Taschenrechner, der größer war als, der Tisch fast. Heutzutage sind die am Handy oder miesig, richtig klein. Mann, du gehst mir um Nerven, aber jetzt hab ich dich. Ja, hau ab. Richtig so. Weg mit dir. Na komm rein. Ich hab gedacht, für dieses Match können wir uns mal bitte. Ja, was ist denn? Die Leute wollen sogar Tische und Stühle sehen und wir sammeln sie nie. Ja, klar, weil Rivano immer dauert so lang. gut gemacht. Rivano geht so oft raus. Ja. Du bringst nie was mit. Sehr gut. Okay, kein Problem, Onkel. Das gefällt mir.
Ich baue den einfach mal auf hier, weil ich kenne uns doch. Wir machen eh die übermächtigsten Movesline. Mhm. Okay. Da ist er schon kaputt. Jawohl, ist er direkt eingesetzt. Ja, ich habe das mal vorbereitet, Onkel. Ich hoffe, es war okay für dich. Oh, herrlich. Und den wollte ich machen hier, durch den Tisch. Ja. Ja, gut, du bist auch auf den Tisch geplumpst. Von daher ist das okay. Mhm. Hast gesehen, wie schwer das war für mich, dich jetzt umzudrehen. Ja. So ein dicker, fetter Wildback kann halt nicht alles, ne? Und nochmal auf die Rübe, du Sau! Boah, die Tische heben ab. Jawohl, weg mit dir. Raus und einmal gegen dich rennen. Bringt das was? Ne. Mir bringt's was, guck. Ja. Und er nutzt das natürlich direkt. Natürlich nutze ich das. Weil ich habe noch du nicht mal was gedrückt. Du nutzt meine Fehler genauso aus. Ah, ich bin fair. Ich mach das nicht. Ich bin ein charmanter Spieler. Ich mach sowas nicht. Ja, guck, ich nutze das überhaupt nicht. So, dafür hast du jetzt erstmal wieder Kopfschmerzen verdient hier. Ah, nee, ich mach den Schulterpack übelsten Griff hier. Weißt du, mit der zweiten Hand packe ich nämlich meine Hand an. Damit das einfach noch mehr wehtut. Oh mein Gott, ey. Am Ende hast du deine Hand gebrochen. Naja. Diese Schmerzen in der Hand sind wirklich, ne, du weißt schon. Oh. Schmerzhaft. Ich bin gerade verwirrt mal wieder. Passiert. Aber nur ein bisschen. Das Problem an meiner Sache ist gerade, dass ich nicht weiß... Problem? Wie mein S geht. Ja, wenn du keine Energie hast, geht auch das Essen. Jetzt hat sie sich natürlich aufgeladen. Doch, ich bin ja voll. Ja, jetzt! War ich gerade nicht aufgeladen? Nein. Ach so. Ja gut, die Fetten, die sind halt schnell müde, ne? Nee, der hat kein S, keine Ahnung. Oh, hab ich dich erwischt? Nee, mit dem Rennen ist es auch nichts. Mit dem Rennen auch nur... Bin ich vom Seil immer gesprungen? Nein. Ich bin gerade echt verwirrt, liebe Freunde. Keine Ahnung. Hier bin ich. Oha, du Drecksack. Hab ich schon gesehen. Was war das oh denn? Oh mein Gott. Dieses Rumgehampel. Kein Problem. Verzeih dir. Nein, verzeih dir nicht. Scheiße, er steht wieder auf. Nein, geh weg. Mann, ich hab ein F und ich kann die einsetzen. Boah, der ist aber auch ein Brocken, der Typ. Und immer auf den scheiß Tisch, der da auch zerstört am Boden liegt. Ja, ist ja nicht so gewesen, dass ich die Aktion gemacht hätte. Nee, ich hab die Aktion gemacht. Okay, das war alles geplant. Nein! Er hat mein Dings gedingst. Boah, war das dein Finisher jetzt? Nein. Nee. Boah. Aber das ist mein Finisher. Nein. Aber der Finisher hat leider auch nicht geklappt. Boah, ist das wieder übles Gemetzel hier, liebe Freunde. Ihr merkt schon, ich schmeiß ihn wieder auf den Tisch hier. Ich schmeiß mich die ganze Zeit hin und her. Die Überreste auf dem Tisch hier verteilen. Nein! Er hat den Dicken wieder unter Kontrolle gebracht. Oh Gott. Ach, ehrlich jetzt. Boah, ganz knapp. Sind mal voll gefährlich, die Dinger hier. Ich hasse ja, sie. Gar kein Problem für mich, was du da machst. Finde ich nett. Boah, wieder auf den schönen Tisch. Ja, so schön Mann, das tut immer so weh. Ja, boah. Das war ja voll der Genickbruch-Breaker hier. Was? Keine Ahnung, ich wollte irgendwas Spektakuläres sagen. So, total spektakulär war das. Und bitte, den Finisher auf den Tisch, bitte. Da ist doch gar kein Tisch mehr. Ja, er macht den Tisch-Move, den Tischspritzer. Ja! Na, doch nicht ganz auf den Tisch, aber war gut. Und mein erstes Cover für heute. One, two, ja. Nein, du kommst schon raus, ey. Boah, was ist mit dir los, ey? Hallo? Das war jetzt mega Glück. Glück? Das war richtig Glück jetzt, ja. Will ich nicht, nur dass du einen ganz hast. Kleinen Millimeter. Will, dass du versagst. Oh, es war klar. Na super.
Was soll ich denn machen? Muss ja mal was wandern. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen! Aua. Wusstest du, dass das Schmerzen sind, die du mir zufügst? Ja, oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich mach's wieder gut, wenn du unten dort liegst. Okay, mach's wieder gut. Hast du wieder gut gemacht. Oh, oh. Oh, Mann, das gibt's doch gar nicht hier, ey. Oh nein, was machst du jetzt? Au! So geil, richtig geil. Ich geb dir einen im Bauch und er steht so mega übel und das ist so schön. Ah. Boah, wieder auf den Tisch und es tut so weh. Ich spür's förmlich. Ja, es ist Zeit für den übelsten Griff überhaupt, den Schultermatcher. Ich geh mal schlafen. Ja, geh mal eine Runde pennen oder hol dir einen Kaffee. Ich kümmere mich um deinen Charakter. Ich habe 7 Tassen Kaffee stehen, ja? Also, ist schon okay. Wie viele Tassen? 7. Ja, du kannst ja einen Schluck trinken. Na, hab ich sag dir nicht, dass du jetzt zur Kaffee. Ist ja schon halb alle meinen 7 Tassen Kaffee. Becher. Alter, musst du da nicht pinkeln 7000 Mal oder lässt er mal laufen? Muss ich denn? Ich bin so ein alter Sack wie du oder was? So ein Weichei? Meine ich Bläse muss hält. Gar nicht so oft meine laufen. Blase hat Hornhaut, die hält. Die Blase hat Hornhaut. Nicht wie so ein Weichei wie du, der bei jedem kleinen Putz mit pissen muss. Gar nicht. Nein, so 6 bis 28 Mal am Tag. Okay. Ist doch normal. Durch die Wand geprügelt. Es ist immer so schön mit anzusehen. Finde ich auch. Nein! Oh nein, was ist das für ein Move, was du da machst? Oh, ha, der Sleeper-Hole. Nein! Der Sleeper-Hole. Was ist jetzt? Ist rausgekommen. Ach so. Aber da ist auch gleich mein Signator mit weg. Und, oh. Boah, war das spannend jetzt gerade. Ja, ich raste aus. Ja! Ja! Meiner hat ein Comeback, er rastet aus. Er ist im Comeback-Modus. Er nützt ihn nicht, ich find's so lustig. Ja, ich versuch's ja, aber ich komm ja nicht dazu. Du musst, wenn ich stehe, einfach Dreieck drücken. Jetzt ist zu spät. Ach so, jetzt ist zu spät. Ja. Jetzt war der Comeback zu spät. Ah, ich hab halt, ich will halt zu viel Geld haben, weißt du? Da ist halt ein Comeback, habe ich nicht verdient. Oh oh. Ist das ein Finisher oder was machst du da? Ja, ja, klar. Du hast gemerkt, wie schmerzhaft der Finisher war. Du machst einen Breakdance, ne? Die ganz neue Art von Wrestling. Och, komm schon. Und was ist denn nur, Alter? Bist du bescheuert oder was? Ich hab gedrückt, Da steht immer zu früh, zu spät, irgendwie wieder. Alter, jetzt hat's geleckt wie Sau. Bist du noch da? Noch da, oh, Alter, es leckt übelst. Ja, ist jetzt aber wieder vorbei. Keine Ahnung warum. Boah, was ist denn das für eine Scheiße? War der Move zu das hart. War unfair, das war. Ja, weißt du mal, wie das ist? Achtung, es ist Zeit für die Schulter, ja? Dafür müssen wir uns einfach Zeit nehmen. Oh, herrlich, Leute. Das ist mein Finisher, Mann. Das ist der Move der Schulter. Scheißdreck ist das, du Lügner. Alter, beleidest du den Schultermove des Lebens? Ey, du machst dich jetzt. Extra, nur für dich! Alter, guck dir mal das Gesicht von dir an, du bist voller Schmerzen. Du musst erstmal danach eine Schulter-OP haben. OP? Schulter-OP! Gar kein Problem, ich bin auch da und kümmere mich um dich. Oh, gib mir so einen Sack. Oh, bitte nicht. Ach komm! Er steht schon wieder, der fette Big Joe. Ich will gewinnen! Incredible move! Incredible! So. Wollte ich eigentlich gar nicht so machen, aber okay. Nein! Machen. Wieso schaffe ich das nicht, da rauszukommen? Weil es halt einfach so ist. Na! Geh weg! Alter! Komm doch mal wieder auf den Scheißknopf! Alter! Aua! Ja, nein!
Das war mein S, mein F, mein egal was. Und er kommt einfach raus. Ich muss raus. Was probieren. Ich muss was probieren. Ganz schnell. Scheiße, geht nicht. Fuck. Oh, wieder auf den Supertisch. Ja. Alle haben Angst, was zu drücken hier. Mein Gott. Oh, aber du bist wieder bewusstlos. Sehr schön. Nutzen wir direkt die Gelegenheit hier. Oh, meiner ist total müde mit der Welt. Müde mit der Welt? Ja, der ist einfach, ne? Ach komm jetzt! Wenn es mal wieder länger dauert, scheiße. Ist es Zeit für einen Snickers-Griff. Komm schon! Du musst danach erstmal deine Schulter mit Pferdesalbe eincremen. Mit Pferdesalbe? Ja, sieh, auf jeden Fall. Oh. Hey, mach doch mal was, du Homo! Auf den Tisch. Ja, so sind die Homos, ne? Die machen einfach nichts. So, jetzt stehen wir auf da. Ich ja, mach meine Energie. Mehr. Guck mal, wie langsam. Bis dahin ist schon, weiß ich nicht. Da ist schon alt. Wow, hat geklappt. Wow. Ey, du machst mich richtig stolz, Ryback. Der Ryback macht mich stolz. Nein, er macht mich nicht stolz. Mann, er kommt auf mein S immer so locker raus, ey. Das ist doch scheiße. Komm ich überhaupt nicht. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinem Jiu-Jitsu-Wurf hier. Oh, hör auf rumzufummeln da an mir. Ach, jetzt mal. So. War das der Finisher? Nee, das ist er. Oh, nee. Klar, mein Finisher ist dich rumdrehen. Ah, geh weg. Mein Finisher ist dich rumdrehen, weißt du? Ja, finde ich cool. Ah, geh weg. Oh, nein. Ja! Oh, Scheiße. Nein! Ja! Drecks ja, dieser Wichser ist raus. Ja! Yeah. Hat eh kein Geld mehr. Verlangt da, der muss raus. Mann, das ist ja Milch. Mann, ich war so gut, Leute. Nein! Und dann kommt der da mit so scheiß Aufgabegriff. Aber hast du gesehen, wie riesig das ist? Das blaue Ding, da kurz fast egal, wo du hindrehst, du warst immer drin. Drin. Drinne. Mann, ärgert mich das. Naja, Ryback, danke. Du bist weit gekommen. Ken Shamrock ist der Riesentöter. Ja, mittlerweile. Ich glaube, das ist der Einzige, der vielleicht den Andre the Giant besiegen kann, du. Naja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Komm jetzt. Scheiße. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und zwar seht ihr dann, gegen wen Undertaker antreten muss. Und ja, würde ich sagen, oh Mann, ey, noch so ein atemberaubendes Game, wo ich wieder schwitzen muss. Und tschüss.